Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play und zwar zu Battlefield Play for Free. Und ja, das ist ein kostenloser Online-Shooter aus dem Hause Electronic Arts und auch ein Ableger der Battlefield-Serie. Also werdet ihr hier auf einigen Karten ganz viele Fahrzeuge etc. haben und ja, jetzt bin ich auch erstmal schön tot. Ja, es gibt hier so Bonus, wenn ihr Leute heilt und so, dazu komme ich später. Ja, ist wie gesagt kostenlos Online-Shooter, finanziert durch Premium-Waffen wie die hier so zum Beispiel, wo ich direkt auch schon mal was ausgegeben habe. Und ja, die Karten setzen sich aus reinen Infanterie-Maps, also nur so Häuserkampf, so wie die hier zusammen. Dann gibt es noch reine Fahrzeugkarten im Prinzip, wo ihr natürlich dann auch Infanterie braucht und auch als Infanterie kämpfen müsst, aber die von der Größe her und von den verfügbaren Fahrzeugen eher für Fahrzeugschlachten gedacht sind und irgendwie läuft das hier gerade nicht so ganz flüssig. Ist ja auch gerade egal, ja. Und dann gibt es eben noch so Mischdinger, ja. Die haben Panzer und noch so ein paar kleinere Fahrzeuge, aber grundsätzlich sind die auch für Häuserkampf gedacht. Das wäre dann zum Beispiel Kharkand. Wer Battlefield 2 schon von euch gespielt hat, der wird auch einige Maps hier kennen, obwohl die grundsätzlich alle redesigned wurden. Ja, wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Ja, wie bin ich zu dem Spiel gekommen? Ich habe früher ganz gerne Battlefield Heroes gespielt, also damit und Battlefield Bad Company 2 auch und dann habe ich gelesen hier, ja, Battlefield Play for Free, neuer Shooter, jetzt für die Beta registrieren. Dann habe ich das gemacht, bin in der ersten Welle gleich mit in die Beta reingekommen. Seit Anfang Dezember spiele ich das Spiel. Ja, seit April bin ich Community-Moderator und tja, hier bin ich dann jetzt. Sonderlich gut allerdings leider nicht. Hey, du bist gestorben, du hast dich selbst umgebracht, warum? Ja, jetzt kontrolliert einfach mal der Gegner alle Basen. Ja. Das hier ist jedenfalls das Scoreboard. Hier seht ihr die KD leider, was ich etwas schade finde, und hier den Punktestand. Es ist meiner Meinung nach besser, wenn man wie in Bad Company 2 auf PS3 zumindest nur den Punktestand sieht und gar keine KD, dann ist es weitaus besser fürs Teamspiel. Meiner Meinung nach gibt es jetzt ein wenig zu viele Leute, die sich um die KD kümmern. Die ist mir persönlich ziemlich egal. Ich soll dazu sagen, dass die Waffe hier neu ist, also bin ich da auch nicht im Training. Ich heil lieber und sowas alles daher, ne? Also finde ich persönlich besser und effektiver und als jetzt zu killen. Übrigens, Kills im aktuellen Spielmodus bringen eigentlich nichts. Es geht hier nur darum, Basen zu erobern in diesem Modus und für jede Basis, die ihr erhaltet, Tastenkammer, für jede Basis, die ihr erhaltet, erhält euer Team pro Sekunde einen Punkt oder 2 Punkte, je nachdem, wie das eingestellt ist. Und ja, das heißt, ihr könnt so viele Leute erschießen, wie ihr wollt. Das bringt eigentlich nur Punkte für euch selber. Mit den Punkten könnt ihr im Rang aufsteigen. Und das bringt euch wiederum Trainingspunkte. Es gibt hier ein Trainingssystem. Dazu komme ich aber auch noch später. Im zweiten Let's Play. Ja, und wie, ihr habt hier immer noch dieses relativ klassische System, dass ihr kein Blaze Green habt, sondern begrenzte Lebenspunktanzahl, deswegen macht Sanitäter auch ziemlich viel Sinn. Also, es kann nicht passieren, dass ihr aus einem Feuergefecht mit einem Punkt rausgeht und dann könnt ihr euch nicht in der Ecke hocken und warten, bis ihr euch selbst heilt. Dann braucht ihr nämlich einen Sanitäter und deswegen spiele ich das auch am liebsten. Also Sanitäter ist meine Hauptklasse. Und ja, es gibt eigentlich bei jeder Klasse irgendwas, wie ihr eurem Team helfen könnt. Sturmsoldaten haben Munitionsboxen, Ingenieure können Fahrzeuge reparieren und Scharfschützen haben so nette kleine Hightech-Bälle, mit denen sie ja, auf dem Radar unten links, was ihr da seht, Gegner markieren können. Die bleiben dann sichtbar in dem Radius. Und so kann jede Klasse eigentlich auch dem Team helfen. Allerdings gibt es zum Teil etwas wenige Punkte dafür, also das könnte besser sein, als es jetzt ist. Und ja. So. Was gibt es denn hier noch sozusagen? Ja, die Map, die ich hier gerade spiele, ist Basra. Ja, die hat im originalen Battlefield, glaube ich, einen anderen Namen und einen längeren. Aber das weiß ich jetzt nicht. Die wurde jedenfalls auch ein bisschen zusammengeschrumpft. Früher gab es, glaube ich, auch Fahrzeuge, was ich da so schon gehört habe. Wie gesagt, ich kenne selber Battlefield 2 nicht. Das war sozusagen vor meiner Zeit. In einem Land vor unserer Zeit gab es noch was. Ja, hört sich eigentlich ganz witzig an. Das hier ist im Prinzip ein Remake. Die Waffen sind zum Großteil aus Bad Company 2 übernommen.
Also nicht alle, die hier zum Beispiel nicht aus Bad Company 2, soweit ich das weiß, kann sein, dass ich die einfach nur vergessen habe. Ist aber ja nicht unbedingt schlecht. Besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Und ich meine, es waren ja auch alles früher EA-Spiele, ja, von denen sie geklaut haben. Also ist das ja ein ganz anderer Schnack. Ne? Jetzt versuche ich hier erstmal. Ihr seht ja da schon, hier Teammate healed, da bekommt ihr Punkte. Und hier, das sind so Munitionsboxen übrigens. Wenn ich jetzt nachlade und dann darauf stehen bleibe, dann würde ich neuen Munitionsvorrat bekommen. Aber das lasse ich lieber mal bleiben, weil ich dann erschossen werde. Das sehe ich schon da hinten. Kommt irgendwo so ein Scharfschütze. Da vorne übrigens, ja, auch was. Was gibt es denn noch zu dem Spiel zu sagen, was ich jetzt so in-game direkt sehen kann? Eigentlich nichts. Das Scoreboard kommt gleich, das ist auch nochmal ganz interessant. Sonderlich kompliziert ist das Spiel jetzt nicht. Es gibt auch nur ein Spielmodus im Moment und es ist geplant, dass mehr Sachen bald kommen. Ja, bald. Also, wann bald ist, weiß keiner, aber sie arbeiten derzeit dran. Heißt im Prinzip gar nichts, aber es ist so. Ja, da hätten wir dann schon mal. Ha, der hatte wohl nicht mehr so viel Leben. Jetzt ist er auch tot. Ja, wir haben das wohl verloren jetzt. Ja, das hier ist das finale Scoreboard und damit beende ich dann jetzt auch mal den ersten Teil meines Let's Plays. Ich werde jetzt zu Battlefield Play for Free so eine Art Lexikon erstellen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich so zu allen Waffen und allen Karten und so einfach mal sage, ja, das ist zum Beispiel Bassradar, kann man das und das machen und so schaut die Karte aus. Also wisst ihr, was ich meine? So also vom Prinzip her, ich hoffe es mal, ja. In dem nächsten Teil werde ich erstmal dann das Training Point System erklären, so grundsätzlich. Also ja, das wird dann auch gleich der erste Eintrag werden. Oder Bewegung, das muss ich noch gucken, was ich jetzt nächstes mache. Das wäre es jedenfalls erstmal mit meinem Let's Play.